Das Wort hat die Kollegin Zimmermann für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Vogel. Herr Vogel, darf ich Sie ganz kurz unterbrechen, wenn Sie mit Herrn Brauch Sie bitte dann fertig sind? Ich muss Ihnen sagen, Sie können die besten Instrumente auf dem Papier haben. Wenn kein Geld da ist, dann ist kein Geld da und dann können Sie nichts finanzieren. Und das ist doch wohl die Logik aus Ihrem Ganzen, wenn Sie da ein Kürzungsprogramm auflegen, einen Kahlschlag in der Arbeitsmarktpolitik machen. Doch, ich habe Ihnen sehr gut zugehört und ich höre Ihnen immer gut zu. Heute beraten wir einen Gesetzentwurf der Bundesregierung mit dem wunderschönen Titel Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt. Da fällt mir eigentlich nur noch ein, das Wahrheitsministerium aus dem Buch von George Orwell mit dem Titel 1984. Auch dieses setzte falsche Behauptungen in die Welt, um über die wahren Absichten hinwegzutäuschen. Und da können Sie die schönsten Bilder malen, Herr Vogel und Herr Brauchsiepe. Das kommt doch nicht an bei der Bevölkerung. Frau von der Leyen zieht durch das Land und behauptet, die Regierung verbessere mit diesem Gesetz die Chancen der Erwerbslosen. Tatsächlich organisieren Sie einen arbeitsmarktpolitischen Kahlschlag, den es noch nie gegeben hat in der Geschichte der Bundesrepublik, meine Damen und Herren. Und da sagen wir als Linke, das machen wir nicht mit. Nun können Sie ja wieder sagen, ja, die Linke hat wieder mal Kritik, aber das sagen auch die Sozialverbände, das sagen Erwerbsloseninitiativen und auch die Gewerkschaften. Und die Wahrheit ist, diese Regierung hat bereits vor einem Jahr beschlossen, bei der Arbeitsmarktpolitik bis 2014 über 20 Milliarden Euro einzusparen. Der heute zu beratende Gesetzentwurf ist nichts anderes als die Auftragsarbeit zur Umsetzung dieser Kürzung, und zwar auf Kosten der Erwerbslosen. Und, meine Damen und Herren, Frau von der Leyen sagt auch, der Staat soll sein Geld nutzen, um Menschen wieder in reguläre Jobs zu bringen. Da hätten Sie uns ja auch auf Ihrer Seite. Aber erklären Sie mir dann bitte, warum Sie bei den Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen sparen wollen. Und die Krönung ist eigentlich, dass Sie jetzt schon sparen. Ich will es Ihnen auch erklären. Im Juni diesen Jahres gab es einen Zugang von Erwerbslosen von 25.000, die in Maßnahmen eingemündet sind. Im letzten Jahr waren es dreimal so viel gewesen. Dreimal so viel. Diese Entwicklung hat nichts, aber auch gar nichts mit den zurückliegenden Arbeitslosenzahlen zu tun. Im Bereich der Hartz-IV-Bezieher ist die Zahl der Erwerbslosen gegenüber dem Vorjahr gerade mal um 4% gesunken. Aber die Zahl der neu begonnenen Weiterbildungsmaßnahmen ist um 38% gesunken. Wo bitte schön ist da die Logik Ihres Verfahrens? Es gibt einen riesigen Bedarf bei der Weiterbildung, aber die Regierung spart hier und will dies auch in den nächsten Jahren tun. Letzte Woche veranstaltete die Bundesregierung mit einem ganz großen Brimborium einen Fachkräftegipfel. Heute beraten wir einen Gesetzentwurf, der drastische Einschnitte in der Arbeitsförderung vorsieht. Und das, meine Damen und Herren, passt doch nicht zusammen. Gestern meldete die Süddeutsche Zeitung, der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, die staatlich geförderte Beschäftigung, die Sie vorhin so gelobt haben, um 1 Milliarde Euro auf nur 185 Millionen Euro zurückzufahren. Zu kürzen, nicht? Das ist ja gekürzt. Dabei soll diese Beschäftigungsförderung helfen, gerade sinnvolle Projekte zu finanzieren und langzeiterwerbslose Menschen, hören Sie mir zu, vielleicht können Sie ein bisschen was lernen, Herr Vogel, wieder in den ersten Arbeitsmarkt heranzuführen. Und das ist doch dringend notwendig, denn bisher ging der Aufschwung an den Langzeiterwerbslosen doch vorbei. Machen Sie sich doch nichts vor. Die Beschäftigungsförderung für diese Gruppe soll nun sozusagen um 80% gekürzt werden. Und mit guter Arbeitsmarktpolitik, Herr Vogel, das muss ich Ihnen auch so deutlich sagen, im Interesse von erwerbslosen Menschen hat das überhaupt nichts zu tun. Vielmehr drängt sich bei mir aber der Eindruck auf, die Bundesregierung ist daran interessiert, eine größere Sockelarbeitslosigkeit beizubehalten. Beizubehalten als abschreckendes Beispiel für die, die in Lohn und Brot stehen. Um Sie daran zu erinnern, dass Ihnen Hartz IV droht, sollten Sie zu selbstbewusst vielleicht höhere Löhne fordern oder bessere Arbeitsbedingungen einfordern. Und deshalb sage ich, dieser arbeitsmarktpolitische Kahlschlag der Bundesregierung richtet sich auch gegen die Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und das ist eine Politik und da eine unmögliche Politik. Und da tragen Sie die Verantwortung und das machen wir nicht mit. Meine Damen und Herren,
Ich könnte noch viele Kritikpunkte aufzählen, aber die Redezeit geht zu Ende. Ich möchte aber noch auf einen kurz eingehen. Es geht um den sogenannten Vermittlungsgutschein für die privaten Arbeitsvermittler. Die Arbeitsmarktforschung hat festgestellt, über den Vermittlungsgutschein wird kaum besser vermittelt. Aber die Betroffenen landen häufiger in prekärer, nicht existenzsichernder Arbeit. Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen. Diese Regierung macht: erstens sparen sie auf dem Rücken der Langzeiterwerbslosen, zweitens sie wollen mehr Billigjobs fördern und sie schreiben die Langzeiterwerbslosen ab. Das macht die Linke nicht mit. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.